So, ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live-Talk-Radio in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch. Unser Thema heute Nacht heißt, diesem Menschen wünsche ich nur Schlechtes. Ich möchte gerne folglich mit Leuten reden, die in ihrer Vergangenheit irgendwann mal etwas so Schlimmes durch einen Menschen erlebt haben, etwas sehr Verletzliches, Demütigendes, dass sie sagen, diesem Menschen kann ich nicht verzeihen, dem kann ich nicht vergeben, ich wünsche dem nur Schlechtes, ich bin eigentlich voller Hass. Wenn ihr mir darüber erzählen wollt, davon erzählen wollt, dann könnt ihr mich anrufen unter 0800 220 5050 oder mailt uns unter domian@wdr.de. Wir sind übrigens eine Weile noch so ein bisschen unter uns, nämlich hier im Radio bei 1Live und bei 1Festival. Das WDR-Fernsehen wird etwa um 10 Minuten nach 1 Uhr dazustoßen. So, jetzt beginnen wir mit der ersten Anruferin und die erste Anruferin heißt Monika. Monika ist 51. Guten Morgen. Domian. Hallo Monika. Ich bin ganz furchtbar traurig. Ja. Warum? Mein Mann ist vor 8,5 Monaten gestorben. Mhm. Und wir hatten keine Zeit, Abschied zu nehmen. Mhm. Wie ist er gestorben? Er ist an Krebs gestorben. Das ist ja dann nicht so ein plötzlicher Tod. Doch. Wie lange wusstet ihr denn, bevor er gestorben ist? 8 Monate. Hattet ihr die Diagnose? Ja. Und warum konntet ihr nicht Abschied nehmen? Weil uns die Ärzte in dem Klinikum immer wieder Hoffnung gemacht haben, dass mein Mann es schafft. Heißt das, diesen Menschen wünsche ich nur Schlechtes? Dem meinst es du damit? Sind Arschlöcher. Der? Entschuldigung, es sind Arschlöcher. Du meinst die Ärzte, die euch immer wieder Hoffnung gemacht haben? Ja. Wobei du im Nachhinein meinst, dass das gar nicht mehr begründet war. Nein, war es nicht. Was hatte er für einen Krebs? Speiseröhre. Ich denke, dass viele Mediziner keine Alternativen zulassen. Was meinst du mit Alternativen? Vitamine, positive Einstellung. Erzähl mir mal ein bisschen vom Krankheitsverlauf. Er hat die Diagnose bekommen und hat 8 Monate bewusst an der Krankheit gelitten. Kann man das so sagen? Ja. Ist er im Krankenhaus gestorben? Nein, Gott sei Dank nicht. Er ist zu Hause gestorben? Ja. Wie waren die letzten Tage? Super. Wir hatten wirklich eine gute Zeit. Ja, und da in diesen letzten Tagen wart ihr beide noch der Auffassung, dass... Es kommt hin. Wir klappen. Wir kriegen das zusammen. Wir schaffen das. Gab es denn keinen einzigen Arzt, der gesagt hat, er könnte es schaffen, aber die Situation ist sehr ernst? Die Diagnosen waren, es ist ernst, aber ihr schafft das. Glaubst du, dass es Fehldiagnosen waren? Oder glaubst du an eine bewusste Schönmalerei von Seiten der Mediziner? Ich denke ja. Ich denke ja, mein Mann war Privatpatient. Da machst du gut Kohle, ne? Ich bin ein bisschen irritiert, weil ich eigentlich die andere Seite eher kenne. Dass Ärzte... vielleicht schon Dinge sagen, die sehr hart sind, wo man dann so währenddessen denkt, naja, das hätte man ja vielleicht auch noch ein bisschen abgefederter sagen können. Bei einem Privatpatienten? Auch, ja. Mhm. Warum sollte ein Privatpatient diesbezüglich bewusst belogen werden? Also ich... wie soll ich sagen? Also... Vielleicht muss ich es anders aufzetteln. Mein Mann war selbstständig, er war Steuerberater. Und als wir die Diagnose bekamen, haben meine Tochter und ich gefragt, Moment, was müssen wir tun? Und dann hieß es nur, gar nichts. Das kommt alles hin. Also was heißt,
ihr müsst gar nichts tun oder er muss gar nichts tun? Nein, wir müssen gar nichts tun, wir müssen gar nicht tätig werden, Büro verkaufen. Nö, das kriegen wir alles hin. Ist er denn letztendlich an dem Krebs auch verstorben? Ja. Oder war es noch etwas anderes? Ja. Ich habe dann die Arztbriefe bekommen und da stand also drin, dass er also schon zu Beginn Metastasen im Kopf hatte, etc. Und dennoch haben alle behandelnden Ärzte gesagt, es ist gut und wir kriegen es hin. Ja. Die haben ihn mit Chemotherapie traktiert. Ich denke, ohne Chemo hätte er länger gelebt, aber das ist eine andere Geschichte, da habe ich keinen Einfluss drauf, da weiß ich auch nichts drüber. Haben Sie denn, ich bin wirklich irritiert darüber, muss ich dir sagen, haben die Ärzte denn gesagt, er wird wieder gesund? Nein, die haben gesagt, das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Ja. Keiner hat gesagt, die Chancen sind gut, aber dennoch ist es eine ernste... Die Chancen waren gut. Weil die Tumorwerte gingen runter, es war also genial, ne? Es sah super aus. Ja. Dennoch hat der Zustand sich dann innerhalb von wenigen Tagen so sehr verstärkt und verschlimmert. Ja. Dass du auch nicht mehr, oder dass gar nicht mehr die Überlegung kam, ihn noch mehr in ein Krankenhaus zu bringen. Die Überlegung war überhaupt nicht. Warum sollte ich ihn in ein Krankenhaus bringen? Warum? Naja, also wenn du davon ausgehst, dass es ihm eigentlich sehr gut geht, dann ist man doch erschrocken, wenn es plötzlich schlecht geht. Und dann setzt man doch eigentlich alles in Bewegung, um herauszubekommen, was ist nun los. Oder? Ich denke, das, was hätte getan werden können, ist auch zu Hause möglich gewesen. Bist du dir sicher, medizinisch? Ja. Mein Nachbar ist Mediziner, also von daher, der ist Internist, also der war auf Rufbereitschaft. Also, ich fasse mal zusammen, der klare Vorwurf von deiner Seite ist, dass man euch nicht so aufgeklärt hat, wie man euch aufklären hätte müssen, wie du meinst. Ja. Hast du denn im Nachhinein von irgendeinem anderen Fachmann diese Meinung bestätigt bekommen? Nein, ich kriege Klagen an den Hals. Warum? Mein Mann war Steuerberater und durch die Krankheit konnte er nicht mehr so arbeiten, wie es hätte sein sollen oder hätte sein können. Nein, ich meine es anders. Ich meine, hat ein anderer Mediziner, ein anderer Fachmann, hat er dir bestätigt, dass man dir nicht die Wahrheit gesagt hat? Nein. Also ist es so ein Gefühl von deiner Seite aus? Krähe, ne? Ne? Kennst du die Krähe? Nein, ich weiß, worauf du anspielst. Sicherlich. Und ich denke mal, dass die Mediziner Angst haben vor Alternativen. Also darauf wolltest du gerade hinaus, Alternativen, dass man auch mit anderen Mitteln jemanden behandeln kann? Ich denke schon mit... positive Einstellung, ich denke mit... Aber die Einstellung war doch nun sehr positiv, die man euch vermittelt hat. Er wird es schaffen. Das ist doch schon mal sehr positiv. Mein Mann hatte diese Einstellung auch. Mein Mann hatte sich einen neuen Computer gekauft, der hatte neue Bürostühle gekauft und... Ich merke, dass da schon, wahrscheinlich schaffen wir das gar nicht im Rahmen des Gesprächs da ranzukommen. Dass da doch eine ganze Menge an Unzufriedenheit, Wut auch von deiner Seite besteht. Ich habe eine Stinkewut. Deswegen möchte ich gerne, dass wir das im Hintergrund besprechen, Monika. Ich glaube, das schaffen wir gar nicht hier im Rahmen der Sendung. Ich denke, Domian, das ist eine super Idee. Ich denke, mein Problem ist auch ganz einfach, dass wir verarscht worden sind. Okay. Und ich glaube, dass das Problem ganz häufig in medizinischen Diagnosen dieser Fall ist. Gut, dann brechen wir das mal hier ab. Ja. Und du legst auf und wir rufen dich gleich nochmal an. Okay. Alles Gute wünsche ich dir. Ja, ich denke auch. Auf Wieder. Tschüss. Ciao, Domian. Tschüss. So, meine Lieben, im Fernsehen läuft noch ein Vorspann. Nein, kein Vorspann, sondern ein kleiner Werbefilm. Und jetzt läuft im WDR-Fernsehen unser Vorspann. Und jetzt warten wir ein paar Sekunden und dann begrüße ich auch die Fernsehzuschauer. Zu unserer Sendung, diesem Menschen, wünsche ich nur Schlechtes. 0800 220
50 50, unsere Telefonnummer. So, jetzt sind wir da und jetzt begrüße ich die Leute vom Fernsehen. So, ihr lieben Fernsehzuschauer, ich begrüße euch auch ganz herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Wir bitten, die Verspätung zu entschuldigen. Wir haben hier im Radio schon angefangen mit unserem Thema heute Nacht. Das Thema heißt: Diesen Menschen wünsche ich nur Schlechtes. Gibt es in eurem Leben eine Person, die euch so verletzt hat, vielleicht so gedemütigt hat, so geschadet hat, dass ihr sagt, ich kann einfach nicht anders, ich wünsche diesem Menschen nur Schlechtes. Ich bin so voller Hass und so voller Wut dieser Person gegenüber. Ich kann auch nicht vergeben, ich kann auch nicht auf Distanz gehen. Ich bin voll der Gedanken, voll schlechter Gedanken an diesen Menschen. Diesem Menschen wünsche ich nur Schlechtes. Wenn ihr mir davon erzählen möchtet, von dem, was vorgefallen ist und um wen es sich handelt, dann meldet euch bei uns hier unter 0800 220 5050 oder mailt unter domain@wdr.de und vergesst bitte nicht, auf die Mail oder in die Mail eure Telefonnummer auch zu schreiben. So, jetzt bin ich verbunden mit Cindy. Cindy ist 21 Jahre alt. Guten Morgen, Cindy. Hallo, Domian. Hallo, Cindy. Erstmal ein großes Lob an deine Sendung. Ich gucke sie wirklich jeden Tag. Echt? Ist das wahr? Das ist ja nett, dass du sagst. Dankeschön. Ja, diesen Menschen wünsche ich nur Schlechtes. Ja. Wer ist es und warum? Das ist die Ex-Freundin von meiner Mutter. Oder Ex-Frau. Die Ex-Frau von deiner Mutter? Also deine Mutter ist lesbisch? War lesbisch? Ja, das ist eine komplizierte Geschichte. Also meine Mutter hat die Person kennengelernt, wo ich 2 war. Mhm. Und kurz vor meinem 18. Geburtstag hat sie, also die Frau, meine Mutter verlassen wegen einer anderen. Ja. Und da hast du schon Erinnerungen dran, ne? Wenn man 8 ist, dann weiß man das. Ja, klar. 18 war ich da. 18 schon? Ach so, ich habe 8 gerade verstanden. 18, ah ja. Mhm. Und also die Frau hat mir meine Kindheit quasi wirklich genommen. Warum? Was hat sie getan? Ihre Erziehungsmethoden waren echt dermaßen grausam. Also ich war quasi wirklich die Putze vom Dienst. Mhm. Ich habe, mein Tagesablauf war zum Beispiel von der Schule heimkommen, musste ich innerhalb von 20 Minuten. Obwohl es, wenn man gemütlich gelaufen ist, vielleicht 35, 40 Minuten gedauert hätte. Mhm. Also ich musste da wirklich hetzen. Wenn du nicht pünktlich nach Hause kamst, was passierte dann? Entweder habe ich Hausarrest gekriegt. Ja. Oder eine Stunde Abzug von meiner Rausgehzeit. Ja. Hat sie dich auch geschlagen? Ohrfeige, ja. Ohrfeige. Nun ist es die Ex-Frau von deiner Mutter. Also die hatten eine Beziehung, die Frauen miteinander. Die haben sich geliebt. Mhm. Und deine Mutter war eben deine Mutter und du warst ihre Tochter. Hat die das denn nicht mitbekommen, wie ihre Freundin mit ihrem Kind umgeht? Doch, aber ich schätze mal, die hatte Angst vor ihr. Also fast ein Klassiker wie in der heterosexuellen Beziehung. Da ist eine dominante Frau und da hat die andere Frau Angst vor dieser Frau. Ja. War die denn auch anwesend, deine Mutter, während die andere Frau dich so behandelt hat? Geschlagen meinst du jetzt? Na, was auch immer. Oder unfreundlich zu dir war oder streng zu dir war. Also ja, also meine Mutter hat es ja damals alles mitgekriegt mit dem Putzen und alles. Also ich musste mit 13 Jahren schon das Badezimmer rausputzen, Klo rausputzen. Also ich habe quasi wirklich einen Haushalt geschmissen. Also meine Mutter hatte nur ihr Wohnzimmer zu machen und sonst nichts. Ja, also das hat deine Mutter mitbekommen? Ja, klar. Und die hat nie was gesagt? Die hat nie gesagt, das Mädchen, das muss nun nicht so streng sein mit dem Mädel? Nee. Gar nichts? Also die Frau hatte halt die Erziehungsmethode von ihrer Mutter und sie hat halt gemeint gehabt, das war richtig. Mhm. Oder warst du für diese Frau auch irgendwie, war die eifersüchtig auf dich auch? Glaube ich, weil ich bin mit 14 ins Heim gekommen. Mhm. Da war ich ein halbes Jahr. Ja. Und dann bin ich aber abgehauen, weil ich unbedingt wieder zu meiner Mutter wollte. Ja. Damals war der Kontakt auch noch besser zu meiner Mutter.
Und da hat die Frau meine Mutter vor die Wahl gestellt, entweder deine Tochter oder ich. Und da hat deine Mutter sich für dich entschieden, aber die Frau blieb dann trotzdem noch bei euch. Ja, aber dann fing das wieder von vorne an. Nur heißt ja, haben wir ja eine drastische Formulierung benutzt für unser Thema heute. Diesen Menschen wünsche ich nur Schlechtes. Ja. Ist das nach wie vor so, dass du diese Frau, die lesbische Freundin deiner Mutter, heute auch noch richtig hasst? Ja. Also ich habe sie zwar noch einmal angerufen. Ja. Hab ihr das gesagt gehabt, dass sie meine Kinder total versaut hat und dass ich überhaupt keine Kinder hatte eigentlich, weil ich durfte auch nur wochenends raus. Und das auch nur bis 17, bis 8 Uhr. Mhm. Also. Durftest du Freundinnen oder Freunde mit nach Hause bringen? Nein. Auch nicht? Ich durfte auch nicht. Bei meiner besten Freundin durfte ich vielleicht einmal übernachten, aber sonst gar nicht. Mhm. Also ich merke schon, das gab vielleicht nicht so richtig schlimme körperliche Misshandlungen, aber seelisch und psychisch war das schon ein Gefängnis, in dem du da gesteckt hast. Ja. Die haben sich getrennt, die Frauen, wie alt warst du da? Da war ich kurz vor meinem 18. Geburtstag. Ja. Da hat mich meine Mutter, also da habe ich so ein Vorpraktikum gemacht im Altenheim. Ja. Ich war da gerade auf dem Weg nach Hause und da hat mich meine Mutter heulend angerufen und hat gefragt gehabt, ob ich jetzt bald komme. Mhm. Es sei was passiert. Und ich habe gleich gedacht gehabt, ja, jetzt ist da irgendwas und die hat Schluss gemacht, die hat eine andere. Also ich wusste das sofort, voll das Bauchgefühl, obwohl es eigentlich gar keine Anzeichen gab. Ja. Und ich bin dann heimgekommen und meine Mutter saß heulend auf dem Sofa, also wie ein Häufchen Elend und die Frau hat da rumgeschrien und... Also wer hat da wen verlassen? Hat die Frau deine Mutter verlassen oder die Frau hat deine Mutter verlassen? Ja. Hast du denn nicht auch irgendwie den Mega-Hals auf deine Mutter, dass dir das so zugelassen hat all die Jahre? Nicht wirklich. Also ich habe eher einen Hals drauf, dass sie mir nicht das gegeben hat, was eine Mutter eigentlich einer Tochter gibt. Na gut, aber das ist das ja. Eigentlich schützt die Mutter die Tochter. Und wenn da noch so ein toller Partner ist, den man... Sind die beiden denn liebevoll miteinander umgegangen, deine Mutter und die Frau? Ja, immer. Immer? Aber das muss doch schrecklich sein. Die Frau macht dich klein und behandelt dich über Jahre so schlecht. Und dann siehst du die beiden miteinander tuchteln und zärtlich sein. Das ist doch furchtbar. Ja, also ich habe auch immer wieder zu meiner Mutter hingegangen und wollte sie in den Arm nehmen. Und das Einzige, was meine Mutter gemacht hat, ist mich weggedrückt. So, also vergibst du ihr alles? Also ich bin jetzt gerade dran, weil ich hatte einen riesen Krach mit meiner Mutter. Mhm. Und gerade wegen dem Thema, weil sie auch immer nur angerufen hatte, wenn sie was wollte. Und irgendwann ist auch der Punkt bei mir erreicht, wo ich Stopp sag. Also das Ganze ist noch nicht, du bist ja heute erst 21, das Ganze ist noch nicht verarbeitet zwischen euch beiden. Aber ihr habt Kontakt miteinander. Du und deine Mutter. Sehr guten. Mhm. Also ich hab sie nochmal angerufen nach dem Riesenkrach, weil sie mich mit 18 Jahren rausgeschmissen hatte. Die Mutter? Ja. Obwohl sie sich getrennt hatte von der Frau? Ja, also das war, die war in so einer Kur. Und da war ich mit meinem Ex-Freund zusammen noch. Ja, also ich merke schon, das Verhältnis zu der Mutter ist auch sehr, sehr, sehr gestört, kann man vielleicht so sagen. Du hast einmal nochmal mit dieser lesbischen Frau gesprochen. Ja. Du hast ihr das klar vorgeworfen und vorgehalten, was sie mit dir gemacht hat. Mhm. Wie hat sie sich gerechtfertigt oder verteidigt? Sie hat nur gesagt gehabt, ich soll es jetzt nicht so schlimm machen und es sei gar nicht so gewesen und was ich da eigentlich für einen Scheiß rauslabern wird. Mhm. Und ja. Und das war's auch. Das war's auch, ja. Also sie ist in der Meinung, dass sie im Recht war, dass sie alles so gemacht hat, wie es eigentlich ein Kind. Das heißt, du bist noch weit davon entfernt, so die Vergangenheit Vergangenheit sein zu lassen. Für dich ist das sehr präsent, das Thema. Du denkst an die Frau und wünschst dir vielleicht sogar Tod und Krankheit an den Hals, oder? Also Krankheit hat sie schon. Mhm. Aber ja, also ich wüsste jetzt nicht, was ich machen würde, wenn sie vor meiner Tür stehen wird. Ich finde ganz wichtig, Cindy, dass du das Verhältnis zu deiner Mutter hinbekommst. Ja. Weil ich glaube, das ist der erste Baustein. Und wenn das eine gewisse Erklärung oder Einordnung gefunden hat, ist es für dich sicher auch einfacher, mit der anderen Sache zurechtzukommen. Ich würde dir gerne noch ein Gespräch mit meiner Psychologin anbieten. Ich glaube, das ist in dem Fall gar nicht so unpassend. Ja.
Ja? Würde ich gerne annehmen, ja. Okay, dann würde dich die Anne zurückrufen. Ich wünsche dir alles Liebe, alles Gute. Okay. Und alles Gute für die Zukunft. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. 0800 220 5050, das ist unsere kostenfreie Telefonnummer und unser Thema heute Nacht heißt, diesem Menschen wünsche ich nur Schlechtes. Gibt es in eurem Leben, in eurer Biografie, in eurer Vergangenheit eine Person, der ihr einfach nicht vergeben könnt, von der ihr sagt, diese Person hat so viel Schlimmes angerichtet in meinem Leben, ich kann einfach nicht darüber hinwegsehen, ich kann es nicht verarbeiten, da ist Hass, da ist Wut, ich wünsche diesem Menschen wirklich Schlechtes, ich wünsche ihm vielleicht sogar Tod und Krankheit, wie ich es gerade auch schon gesagt habe, an den Hals. 0800 220 50 50. Monika ist hier, Monika ist 58, guten Morgen. Hallo. Hallo Monika, guten Morgen. Ja, hallo Domian, schön dich zu hören. Ja, schön, dass du da bist. Domian, am 24. April 2002 haben wir beide uns das erste Mal nachts um 1 Uhr gesprochen. Mhm. Und zwar waren 2 Tage vor mir, vor dem mein Ex-Mann und meine Schwester in sexueller Tätigkeit und ich habe das hautnah miterlebt, ohne dass die beiden es sehen konnten oder merken konnten, dass ich anwesend war. Kurze Zeit später kam mein Ex-Mann dann nach Hause und sagte, ich bin nur noch gekommen, um wieder zu gehen. Ich weiß nicht, ob du dich daran noch erinnerst. Das ist schon sehr lange her. Ist schon 4 Jahre her. Ist schon 4 Jahre her. Ich habe mir damals die Anne gegeben, die mich angerufen hat. Ja. Und Anne ist eigentlich diejenige gewesen, die mich damals davon abgehalten hat, etwas ganz Schlimmes zu tun, was mein Leben dann wirklich... Ah ja, das freut mich. Ja. Das freut mich. Das war aber jetzt der Rückblick in die Vergangenheit. Das war der Rückblick in die Vergangenheit. Welchen Menschen wünschst du nur Schlechtes? Meinem Ex-Mann und meiner Schwester. Mhm. Wir gehen nochmal in die Geschichte zurück. Du hast die beiden damals in flagranti... Ich bin durch einen Zufall, weil es mir an diesem besagten Tag nicht so ganz gut ging. Ich habe dir auch gesagt, ich habe einen schwerkranken, krebskranken Papa in meinem Haushalt gehabt. Mhm. Habe mich dann kurz verabschiedet und habe gesagt, ich fahre mal eben zu meiner Schwester runter, um mal eine Zigarette zu rauchen, um Abstand zu halten. Bin dann in die Wohnung rein, so wie ich es immer machte, durch den Flur ins Wohnzimmer und die Schlafzimmertür stand halbwegs auf und ich habe die Aktion der beiden hautnah miterlebt. Sie waren so aktiv, dass sie mich nicht immer bemerkt haben. Du hast dich auch nicht bemerkbar gemacht, ne? Ich konnte nicht, Domian, ich kann es dir nicht erklären, ich war wie gelähmt. Mhm. Ich bin aus dieser Wohnung, ich weiß auch nicht wie, ich bin auf diese 3 Treppen runtergefallen mit dem Rücken gegen die Briefkästen, bin in mein Auto und ich bin irgendwann zu Hause angekommen und konnte immer noch nichts sagen. Und mein Vater saß dort und sagte, es ist was passiert, nicht wahr? Mhm. Ich sage, ja, es ist was passiert. Mhm. Dann ging auch schon die Haustür auf und mein Ex-Mann kam rein und guckte mich mit ganz fürchterlich kaltem Gesicht an und sagte, ich bin nur noch gekommen, um zu gehen. Wie lange wart ihr verheiratet gewesen? 7 Jahre. 7 Jahre. War die Ehe vorher gut gewesen? Ich habe diesen Mann geliebt und ich habe Halt gefunden und ich habe mich wohl gefühlt, ich war glücklich. Das ist deine Perspektive, glaubst du? Meine, ja. Aber wie hast du ihn denn erlebt vorher? Bitte? Er war Alkoholiker oder er ist es auch noch. Also auf jeden Fall hatte ich das damals wirklich wie ein Blitz aus heiterem Himmel getroffen. Er ist dann gegangen, wahrscheinlich nochmal wiedergekommen, hat irgendwelche Sachen geholt und das war es dann. Er durfte das Haus auch nicht mehr betreten. Nur dieses Verlassen, dieser Ehebruch hat so eine Gewalt hinter sich hergezogen, dass ich das gar nicht irgendwo verarbeiten kann. Lass mich nochmal fragen zu der Schwester. Sind die beiden denn dann zusammengekommen? Die sind zusammengekommen. Sind die heute auch noch zusammen? Ja, ich denke, ich weiß es nicht, Domian, ich denke ja. Das heißt, es gibt überhaupt keine verwandtschaftlichen Verbindungen mehr überhaupt zu der... nicht. Die einzige, wo ich Gesprächskontakt mit habe, ist mit meiner Schwester, die hier im Bereich wohnt. Also mit einer anderen Schwester? Eine andere Schwester, die... Und die erzählt dir auch nichts von der Schwester? Bitte? Und die erzählt dir auch nichts von der Schwester? Sie hat auch keinen Kontakt. Wir haben also in der Beziehung alle den Kontakt zu ihr abgebrochen, Schwester, die das gemacht hat. Ja, wie war denn dein Verhältnis zu dieser Schwester früher, die das gemacht hat?
hilfsbereit, gut. Ich habe sie geliebt und sie war die Kleine und das ist natürlich wirklich im doppelten Sinne unfassbar schlimm. Da hintergeht der Mann einen und es hintergeht einen auch noch die Schwester, mit der man auch noch ein gutes Verhältnis hatte. Das ist in doppelter Hinsicht ja eine Erschütterung ohnegleichen. Ja, vor allem ich habe mich geborgen gefühlt. Ich habe trotz alledem, dass es mal kleine Zwieträchtigkeiten gab, Regeln hier, bitte trinkt nicht mehr so viel, lass es doch sein und so weiter. Aber trotz alledem habe ich mich behütet gefühlt und in dieser Trennung ist mir der Boden unter den Füßen weggezogen worden. Mein Vater starb genau ein Jahr danach. Mein Sohn wurde HIV infiziert. Ich habe die Wohnung verloren. Ich wandere rum, ich habe das Gefühl, auf der Flucht zu sein. Ich finde nirgendwo mein Zuhause und meine Ruhe. Gab es irgendwann mal nochmal eine Aussprache mit deinem Mann? Nein, Domian. Gar nichts. Ich bin nur die Strecke gefahren und circa 5 Kilometer davor ist mir mein Auto kaputt gegangen. Sonst hätte ich was Böses getan. Ich war in dem Moment in der Lage, beide umzubringen. Weil das heißt, ich habe mir etwas genommen, wo ich so fürchterlich hart für gearbeitet habe. Ich habe so viel Kraft und so viel. Nun haben wir die Sendung ja reingesteckt, verstehst du? Ja, ich verstehe. Nun haben wir die Sendung ja so offen auch formuliert, so heftig formuliert, wie ich vorhin schon sagte. Was würdest du denen denn wünschen, den beiden? Ich wünsche ihnen einfach, sie können nicht ihr Glück auf mein Unglück aufbauen. Das kann nicht gerecht sein. Domian, eine Schwester hört jetzt zu. Ich habe dir gesagt, ich rufe dich an, weil ich mit der Sache nicht fertig werde. Ich versuche das immer von mir zu geben und ich habe auch psychologische Hilfe in Anspruch genommen. Es hilft aber nicht. So, jetzt will ich dir mal was sagen, Monika. Bei allem Verständnis für deinen Schmerz, der am Anfang, jeder von uns hätte diesen Schmerz empfunden, wundere ich mich, muss ich dir sagen, dass dieser Schmerz nicht in diesen Jahren schon längst in eine Wut umgeschlagen ist, die dich auch wegführt von dieser Person und diesen Personen. Es ist eher der Fall, dass ich das Gefühl habe, dass ich immer mehr hasse. Und da ist der Punkt, wo man sagen muss, da muss etwas passieren. Weil dieser Hass bindet dich ja an diese Person und auch an die Geschichte. Das heißt, eine gesunde Wut zu haben nach so etwas ist völlig normal. Aber irgendwann musst du davon loskommen und auch loslassen. Weil du schädigst dein Leben ja unglaublich, so wie du es mir nur angedeutet hast. Bist du ja ganz am Boden. Ist richtig, ja. Sind die das wert, die dir das angetan haben? Nee. Eigentlich nicht. Nee, eigentlich nicht. Eigentlich hast du ein Recht, wie alt bist du? 58. Ein Recht auf ein eigenes, neues Leben, einen Neuanfang. Aber ich habe den Eindruck, dass du dich da jetzt so verbissen hast, ja, dass du dir selbst diese Chance nimmst. Und das finde ich schlimm und traurig. Lass uns doch gar nicht mehr über diese beiden Leute reden. Dass das die hat mir heute Abend schon jemand gesagt mit der einen Schwester, die heute zuhört. Ja. Aber es muss irgendwie in meinen Kopf rein. Ja, es muss irgendwie in deinen Kopf rein. Ja. Es ist ja auch gut, wenn dir immer wieder Leute das von draußen sagen. Irgendwann musst du es natürlich selbst auch so empfinden. Aber dass man das gesagt bekommt, ist ja schon mal nicht schlecht. Nee, das finde ich auch sehr angenehm. Nur das. Weil diese Menschen, die sind weg. Die werden in deinem Leben sowieso nie wieder auftauchen. Nie mehr. So, jetzt hast du die Möglichkeit, bis ans Ende deiner Tage dich in diese Geschichte hineinzugraben und immer tiefer und immer tiefer und immer tiefer. Ja. Und auch alles Unglück, was um dich herum ist, damit zu rechtfertigen. Oder du haust auf den Tisch und sagst, so, jetzt ist Schluss. Das sind Schweine gewesen für mich, das kannst du ja so sagen. Das ist ja für dein Empfinden auch so gewesen. Ja, das ist richtig. Aber nun sind 4 Jahre rum. 4 lange Jahre deines Lebens. Die kriegst du nicht mehr zurück. Die sind weg. Und du wirst auch keine 150 Jahre alt, so viel Zeit hast du auch nicht mehr vor dir. Nee, denke ich mir nicht. So, jetzt nimm deine Zeit, die du noch hast, und mach was draus, damit es dir gut geht. Guck nach vorne, guck nicht mehr nach hinten. Dieses nach hinten gucken macht dich kaputt, das saugt dich immer tiefer rein. Ja, diese tiefe Verletzlichkeit, die da drin ist, dieses, ich weiß nicht, Aber dafür musst du das auch wollen. Und ich habe irgendwie so den Eindruck, dass du das bisher auch nicht wirklich gewollt hast. Dass du dich auch
irgendwie wohlgefühlt hast in dieser Wut und in diesem immer wieder hineinhacken in diese alte Geschichte. Ja, dem will ich nicht widersprechen. Nur dieses Verstehen. Ich ärgere mich über mich selber, dass ich es selber nicht verstehen kann. Ich begreife es nicht. Abzubauen, diese Situation, die damals gewesen ist, diese ich möchte es gerne. Ich versuche, mich abzulenken. Ich versuche, mich anderen Menschen anzuwandeln, was ich auch lange nicht gemacht habe, mindestens 2 Jahre nicht. Aber immerhin, das ist ja schon ein Fortschritt. Wenn du sagst, ich habe das lange nicht gemacht und ich mache es jetzt, das ist ja schon mal ein Fortschritt. Nur ich habe den Eindruck, dass sich das so zieht wie ein Gummiband, verstehst du? Ich möchte es kürzer haben. Ich weiß nur nicht, wie ich dran gehen soll. Ich würde es gerne machen, ich weiß aber nicht wie. Also, ich glaube, ich bin ein lebensfroher Mensch gewesen. Ich glaube, Monika, erstmal ist es eine Sache, dass du deine Einstellung ändern musst. So, wenn du die Grundeinstellung geändert hast, nämlich nach vorne zu gucken und nicht nach hinten, in deine Zukunft, in dein besseres Leben zu gucken und nicht in den Hass der Vergangenheit hineinzublicken. So, wenn du die Einstellung hast und es immer noch nicht schaffst, was ich auch verstehen könnte, wenn man so lange so gelebt hat, dann hol dir nochmal Hilfe von draußen. Mach es nochmal. Mach es für dich, mach es für deine Zukunft. Mach keinen Unsinn. Dass ich mich sehr verändert habe, dass ich mich zurückziehe und kein Vertrauen zu jemand anders habe, mich dort öffne. Aber ich habe das irgendwie nicht gemerkt. Ich habe das irgendwo nicht absichtlich gemacht, dass ich mich so verändert habe. Monika, was für ein Triumph für diese beiden Menschen, dass sie haben damals dein Glück kaputt gemacht und sie haben 4 Jahre weiterhin noch dein Leben kaputt gemacht. Jetzt solltest du mal Herr deiner eigenen Sache werden. Du wirst ja immer noch beherrscht von denen. So, ich glaube, grundsätzlich habe ich dir gesagt, was ich denke. Ja. Und ich habe es dir auch sehr vehement gesagt, weil ich glaube, das muss man dann in dem Moment auch jemandem vehement sagen. Ich empfinde es aber als angenehm, es nicht irgendwie als, dass ich jetzt empfindlich reagiere. Gut. So, und dennoch, Christi, jetzt noch bitte ich darum, das anzunehmen, ein Gespräch mit meiner Psychologin. Einverstanden? Ja. Um vielleicht da auch noch ein paar Weichen zu stellen, damit von allen Seiten du etwas tun kannst. Liebe Monika, ich hoffe wirklich, dass es dir bald sehr viel besser geht. Jetzt legst du bitte auf und meine Psychologin, die Anja, ruft dich an. Und ich wünsche viel Kraft und alles Gute. Ich danke schön, der Moment. Tschüss, Monika. Tschüss. 0800 220 5050 und hier ist Dagmar. Dagmar ist 49. Guten Morgen, Dagmar. Guten Morgen. Hallo, Dagmar. Welchen Menschenwunsch wünschst du nur Schlechtes? Ich habe vor 2 Jahren meine älteste Tochter verloren, im Alter von 26 Jahren. Sie ist von einem weitläufigen Bekannten erschlagen worden. Sie ist erschlagen worden? Ja. Wie kam es zu dieser Tat? Also meine Tochter hatte eine Freundin, die Kinder hat. Und das war ihr Lebensgefährte. Und meine Tochter hat sich vorhin den Lebensgefährten ihrer Freundin verguckt und hat ihm Avancen gemacht. Und er hat sie auf diese Weise aus dem Weg geschafft und wollte damit deine Beziehung retten. Wie genau ist das passiert? Ja, sie hat mal wieder auf die Kinder aufgepasst. Also so wissen wir es von der Polizei her. Auf die Kinder aufgepasst. Er hat, wie die wiederkam, also ist zwischen 2 Dörfern. Und er hat sie dann nach Hause gefahren. Und unterwegs hat sie ihm wohl wieder schöne Augen gemacht und dann haben sie sich gestritten und angehalten. Und als sie ihm den Rücken zugewandt hat, hat er aus dem Kofferraum ein Schwert geholt und sie erschlagen. Oh, mit einem Schwert? Mit einem Schwert, ja. War sie sofort tot? Ja. Das ist ja ungeheuer brutal. Ja, die Polizei wollte eigentlich auch nicht, dass wir sie sehen und noch einmal sehen. Aber ich habe darauf bestanden, weil ich bis dahin nicht geglaubt habe, dass das wirklich unsere Tochter ist. Du hast sie nochmal gesehen? Ja, mein Mann und ich haben sie nochmal gesehen, weil wir es bis zum Schluss nicht glauben konnten, dass sie es wirklich ist. Also, dass sie wirklich tot ist? Ja. War es ein sehr schlimmer Anblick für dich? Sie
war bis zum Kinn zugedeckt. Mhm. Und bis auf einige Schrammen im Gesicht, sage ich mal, sah sie, als wenn sie schläft, aus. Mhm. Und mein Mann dachte immer später, er hat die andere Verletzung, die die Haupttodesursache war, im Nacken gesehen. Mhm. Nur ich habe sie nicht gesehen. Also da er hat bin ich auch ganz froh drüber. Er hat mit diesem Schwert so stark auf den Nacken geschlagen, dass sie davon gestorben ist. Ja. Mhm. Und dann noch 14 Mal auf sie eingehauen. Im ganzen Körper. Das ist unfassbar. Und der junge Mann ist erst 20 Jahre alt gewesen bei der Tat. Ist er geflüchtet? Ja. Hat er sie dann liegen lassen auf der Straße? Auf so einem Stück von der Straße weg, ja. Und ist am nächsten Tag von Fahrradfahrern gefunden worden, die da spazieren und fahren gefahren sind. Lebte deine Tochter zu der Zeit alleine oder bei euch? Nein, sie hatte einen Partner. Sie hatte einen Partner. Und der hatte sie auch nicht vermisst, dass sie erst am nächsten Morgen... Ah doch, er hat sie am nächsten Morgen vermisst. Ach so, und hat sie vermisst natürlich. Und dann hat er dann da angerufen, weil er ja wusste, wo sie war. Mhm. Aber die dachten, die wäre dann abends weggegangen und sie wüssten nichts mehr. Wie lange hat es gedauert, bis man dann den Täter gefunden hatte? Also sie ist in der Nacht von Sonnabend auf Sonntag getötet worden. Sonntagvormittag hat man sie gefunden. Mhm. Montag sie hatte keine Papiere, nichts bei sich, bis man sie identifiziert hatte. Und dann hat man uns Montagabend benachrichtigt. Mhm. Und man hatte erst den Lebensgefährten in Verdacht, weil die sich öfter gestritten haben. Ihren Lebensgefährten, also den Lebensgefährten von deiner Tochter? Ja, und... Und wie lange hat es dann gedauert, bis sie den Täter hatten? Drei Tage später. Mhm. Weil der Lebensgefährte von ihrer Freundin sich immer mehr in Widersprüche verfangen hat und dann... War der Täter geständig? Zu Anfang nicht, nein. Hinterher ja. Und er ist praktisch überführt worden. Ah ja. Mhm. Warst du bei der Gerichtsverhandlung dabei? Es sind 5 Verhandlungstage gewesen. Mhm. Die ersten beiden war ich da und dann konnte ich nicht mehr. Kanntest du diesen Mann vorher eigentlich? Nein, noch nie gesehen. Das heißt, du hast im Gerichtssaal den Mörder deines Kindes gesehen? Zum ersten Mal. Hat er dich angeschaut? Nein. Er ist reingeführt worden, hat sich hingesetzt und nur stur auf den Tisch geguckt. Hat er in der Verhandlung ein Wort des Bedauerns? Nein. Gar nichts? Gar nichts. Zu was ist er verurteilt worden? 8 Jahre Jugendstrafe. Wegen Totschlag. Wegen Totschlag? Weil sie sich gestritten haben und dass der Auslöser dass es eine Tat wäre. Er ist nicht wegen Mordes verurteilt worden. Und da wir als Nebenkläger aufgetreten sind, habe ich meine Anwältin gefragt, ob wir dagegen Einspruch einlegen können. Ich möchte ihn gerne als Mörder verurteilt haben. Mhm. Und sie sagt, das hätte wenig Chancen. Also haben wir es gelassen. Dieser Mann sitzt jetzt zurzeit im Knast. Im Jugendgefängnis. Im Jugendgefängnis. Der war 20 Jahre damals alt. Ja. Und dann ins Jugendgefängnis? Ja. Ja? Mhm. Und der Richter hat auch gesagt, wenn er ein Jahr älter gewesen wäre, dann wäre er nicht so glimpflich davon gekommen. Nur das ist mir im Endeffekt egal, davon habe ich nichts. Was wünschst du diesem Mann? Also ich selber, sag ich mal, könnte ihm nichts antun. Aber ich wünsche mir, dass es ihm im Gefängnis richtig dreckig geht. Mhm. Ich meine, ich kenne diese Gefängnisse nur aus dem Fernsehen. Mhm. Wenn sie so mal Berichte zeigen und ich wünsche, dass er da in irgendeine falsche Bande kommt und dass die ihn fertig machen. Mhm. Also auf jeden Fall ist der Wunsch da, dass er ein schlechtes Leben hat. Ja. Nach dem, was er angerichtet hat. Ja, natürlich. Natürlich, ja. Naja. Also für mich ist das natürlich. Natürlich, ja, das finde ich, als Betroffener kann ich das durchaus verstehen, dass man das so empfindet. Gar keine Frage. Es würde jeder von uns wahrscheinlich so denken. Das Ganze ist erst 2 Jahre her. Ich sage betont erst, weil ich glaube, wenn man ein solches Trauma erlebt, sind 2 Jahre nichts. Nein, das sind gar nicht. Das ist nämlich immer noch, wenn es gestern gewesen wäre. Ja, das glaube ich. Ja. Wann hast du, nach wie vielen Monaten, hast du überhaupt annähernd begriffen, was da passiert ist? Ich könnte mir vorstellen, am Anfang begreift man das gar nicht. Nein, ich habe es wirklich nicht begriffen. Ich habe immer nur gedacht, das kann nicht wahr sein. Mhm. Das gibt's nicht. Das kennt man von so Zeitung, vom Fernsehen her, aber es sind immer andere, die... Mhm. Und manchmal denke ich heute noch, ich träume, ich muss jeden Moment aufwachen.
Hast du denn, gelingt es dir denn jetzt nach den 2 Jahren ein wenig Normalität in dein Leben zu bringen? Nein, ich bin zurzeit, bekomme Erwerbsunfähigkeitsrente und habe jetzt gerade 1 Jahr Verlängerung bekommen. Mhm. Und das heißt, du bist sehr viel zu Hause? Du bist sehr viel alleine? Nicht mehr. Meine Schwiegermutter ist vor 6 Wochen bei uns eingezogen. Die kann nicht mehr alleine leben und jetzt bin ich nicht mehr alleine. Der Vater der Tochter, was ist mit dem? Mein Mann. Ja. Der ist mir eine sehr große Stütze. Also eine sehr große Stütze. Er muss das ja auch selber alles verkraften und er hilft mir, wo er kann. Und er hat Verständnis und wenn ich mal durchhänge und den ganzen Tag nur auf dem Sofa liege, sagt er, na und, morgen geht's dir vielleicht ein bisschen besser und dann kannst du wieder was machen. Mhm. Also er sagt jetzt nicht, reiß dich zusammen, das ist 2 Jahre her, jetzt geht's aber los, zack, zack, nein. Mhm. Also auf meinen Mann bin ich wirklich 100% verlassen. Das hatte ich gerade nicht ganz mitbekommen. War das eure einzige Tochter, euer einziges Kind? Unser ältestes Kind von 4. Von 4, ah ja. Ja. Mhm. Das heißt, da ist auch noch eine Familie um dich herum, die in gleicher Weise schockiert war und ist und trauert. Ja, meine zweitälteste Tochter hat das nicht verkraftet. Die hat nach einem halben Jahr, ja, nach einem guten halben Jahr einen Selbstmordversuch gemacht. Mhm. Kam damit nicht zurecht. Sie ist rechtzeitig gefunden. Also sie wohnt auch in ihrer eigenen Wohnung, alle erwachsen oder fast erwachsen und aber rechtzeitig gefunden worden. Wenn du so überlegst, was überwiegt? Überwiegt die Trauer um den Verlust deines Kindes? Oder überwiegt der Hass auf diesen Mann? Ich würde sagen, zurzeit ist es immer noch die Trauer. Mhm. Aber das andere ist auch schon sehr stark. Das ist auch schon sehr stark. Ich war im Gericht einmal drauf und dran. Ich wollte rübergehen. Ich wollte ihn nur links und rechts welche runterhauen. Mhm. Und in der Verhandlungspause. Und aber da ging gleich ein Justizbeamte dazwischen. Also ich bin gerade bis zur Mitte des Saals gekommen und ja. Ist es für dich ein denkbarer Gedanke, dass dieser Mann dir irgendwann gleichgültig wird? Ich denke mal, aber das wird lange dauern. Was im Prinzip ja ein Segen für dich wäre und für euch wäre, wenn das gelänge, irgendwann. Da muss ich noch dazu sagen, mein Mann, der hat seine eigene Art und Weise damit fertig zu werden. Er hat ihn auf Schadensersatz verklagt. Mhm. Und das kann man ja 30 Jahre einfordern per Gerichtsvollziehern. Und das ist, also es geht ihm nicht ums Geld, aber er will auch, dass der Täter das nicht vergisst, dass er nicht zur Ruhe kommt. Also ist das eine Form von Rache dann das auch? Das ist seine Art von Rache, ja. Dass er ihn alle 3 Jahre, also es ist nicht viel, was man zugesprochen wird, und ich will das Geld auch gar nicht haben, aber es geht nur ihm allein um die Rache. Mhm. Alle 3 Jahre kann er zu ihm hingehen, Gerichtsvollzieher hinschicken und sagen, so hier. Mhm. Du hast das und das getan, dafür musst du bezahlen und so kann er das auch nicht vergessen. Hast du in diesen letzten 2 Jahren auch irgendwann mal gedacht, ich kann nicht mehr, ich nehme mir das Leben? Ja, hatte ich. Und ich bin ja in Behandlung. Du bist in Behandlung. Ich habe eine sehr gute Psychologin, Psychiaterin und Psychologen und muss Antidepressiva nehmen. Ja. Sonst will ich das gar nicht aushalten. Ja. Finde ich auch legitim, in einer solchen Situation sich so, zumindest für eine Weile oder für eine längere Zeit, auch über Wasser zu halten. Finde ich völlig in Ordnung. Das erste halbe Jahr nach ihrem Tod, da habe ich ja ganz normal weitergelebt, als wenn das gar nicht passiert wäre. Und auf einmal von heute auf morgen kam der große Knall und ich bin zusammengesackt. Liebe Dagmar, das ist für mich eine sehr erschütternde Geschichte, die du mir erzählt hast. Und ich erahne deinen Schmerz. Ich glaube, ein Außenstehender kann das nur erahnen, wirklich nachvollziehen nicht. Ich wünsche dir einfach nur, das ist mein Beitrag, ich wünsche dir einfach nur sehr, sehr viel Kraft, dir und deiner Familie und deinem Mann auch. Ja. Kraft, 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 ja. Dankeschön. Alles Liebe und alles Gute. Dankeschön. Auf Wiederhören, Dagmar. Wiederhören. Hier ist Miriam. Miriam ist 28 Jahre alt. Hallo Miriam. Hallo. Hallo Miriam. Wir haben ein ernstes Thema heute Abend. Diesen Menschen wünsche ich nur Schlechtes. Ja, und da gibt es eigentlich 2 Menschen in meinem Leben, denen ich das wünsche. Erzähl. Einmal meinem Stiefvater und einmal meinem Halbbruder. Mhm. Und meinem Stiefvater wünsche ich das, weil er ist Alkoholiker
Und meine Mutter ist gestorben, als ich 9 Jahre alt war. Mhm. Und er hat also schon damals die ganze Zeit nur zur Hölle gemacht. Allerdings muss ich sagen, ich erinnere mich an meine Kindheit überhaupt nicht mehr. Und also an die Zeit, bevor deine Mutter gestorben ist, kannst du dich gar nicht gut erinnern? Gar nicht. Ich habe gar keine Erinnerung. Ich habe nur ganz kleine Lichtblitze immer mal wieder. Und ansonsten habe ich gar keine Erinnerung mehr. Und ich bin auch dann, wo meine Mutter dann gestorben war, zu einer Pflegemutter gekommen, die mich geschlagen hat, wo ich dann freiwillig abgehauen bin, wieder zu meinem Vater hin, von dem ich dann freiwillig mich in ein Heim habe bringen lassen. Also ich bin selbstständig zum Jugendamt gegangen mit 14 und habe gesagt, ich muss ins Heim, ich komme nicht mehr klar zu Hause, weil nur, er war ständig betrunken, ständig nur auch Aggressionen natürlich zu Hause durch den Alkohol. Er hat dich geschlagen? Mich selber direkt angefasst, nein, aber er hat damals meine Mutter angefasst, das weiß ich noch. Mhm. Er hat sie gewürgt, er hat seine Partnerinnen gewürgt, die er hatte, und angeschrien aufs Derbste und Fieseste, wie ich es mir nur vorstellen kann. Ja, vom Heim bin ich dann wieder zurück, wieder zu ihm. Ich wusste wahrscheinlich irgendwie nicht, wohin. Mhm. Ja, und dann bin ich mit 18 dann das erste Mal ausgezogen und habe auch, seitdem ich dann 9 Jahre alt war, auch mit meinem Bruder keinen Kontakt mehr gehabt. Wie viel älter ist dein Halbbruder? 5 Jahre. 5 Jahre. Inwiefern hat er dir das Leben schwer gemacht? Er hat es mir schwer gemacht in dem Sinne, ich bin mit einer Frau zusammen und sie hat mich so ein bisschen getriezt, meinen Bruder wiederzufinden, weil ich ihn verloren hatte. Und ich habe dann alles in Bewegung gesetzt und habe ihn dann auch ausfindig gemacht. Moment, wann warst du mit einer Frau zusammen? Immer noch. In welchem Alter hast du ihn? Hat er dir das Leben als Kind denn auch sehr schwer gemacht? Das meinte ich jetzt gerade. Ja, auch. Aber das kommt ja jetzt erst dann noch zur Geschichte. Also, ach so. Folgt dann noch. Ich bin 2004 mit meiner Freundin zusammengekommen und sie hat eine riesengroße Familie und ich dachte mir, Mensch, ich habe ja noch irgendwo einen Bruder und eigentlich vermisse ich ihn ja. Ja. Und dadurch habe ich dann angefangen, ihn zu suchen, habe ihn 2005 dann auch gefunden und dann gab es Briefwechsel. Ich war natürlich total glücklich, dachte, ich kriege ein bisschen aus meiner Kindheit erfahren und er ist mittlerweile ja auch nun 32 und beziehungsweise 33. Und dann fing er aber irgendwann langsam an, komisch zu werden. Also er fing dann irgendwie immer an, dass er mit meiner Freundin flirten möchte, weil sie ihn besuchen wollten. Und da habe ich nur gesagt, dass ich das nicht gut finde und da braucht er gar nicht irgendwie anfangen. Ich habe keine Lust auf Stress und ich möchte mich eigentlich mit ihm über meine Vergangenheit oder über unsere Vergangenheit eigentlich... Ach, diese Flirterei hatte er vorher angekündigt. Er würde gerne flirten, wenn er denn dann käme. Ja, also wir waren bei ihm eingeladen, weil wir auch so in die Richtung ziehen wollten. Ja. Und wir wollten nicht bei meinem Stiefvater unterkommen, aufgrund von diesem Alkoholmissbrauch und alles. Ja. Was ist denn dann Drastisches mit dem Bruder passiert? Er hat mir gesagt, er hatte mir dann abgesagt, dass wir nicht zu ihm hinkommen können. Und dann hat er mir in einem Brief geschrieben, der Grund wäre gewesen, dass er mit uns beiden ein Techtelmechtel wollte. Und dann habe ich per SMS halt gefragt, ob er das denn so in Ordnung findet und ob er das alles so hinschmeißen möchte, wie er es jetzt macht. Und wir haben uns 15 Jahre nicht gesehen und habe ihm geschrieben, naja, aber scheinbar interessiert es dich nicht, weil wir nie was voneinander hatten. Also er hatte mich nie als Schwester. Und dann kam nur eine sehr heftige SMS zurück, dass er mich ja schon mit 9 Jahren hätte gehabt und ich hätte geblasen wie ein Weltmeister. Oh. Also meine Vermutung hat sich bestätigt, er hat mich missbraucht als Kind in der Zeit, wo meine Mutter im Sterben lag. Oh Gott, also was kriegt man als SMS dann zu lesen? Das kriegt man dann zu lesen an einem Ort und wir saßen gerade doch bei meinem Stiefvater und wir konnten uns in diesem Zimmer nicht bewegen, weil er mit seiner Freundin die ganze Zeit nur am Trinken war, stockbesoffen und wir durften nicht mal atmen, dann war schon Ärger und Stress im Hause. Hast du denn auch diesbezüglich unangenehme Erinnerungen an den Bruder? Als du denn älter wurdest, als du 11, 12, 13 warst, da war er dann auch schon, war er nun auch in deiner Umgebung. Da war er ja weg. Ach, da war er schon weg? Da war er schon weg. Also, ach so. Er ist weggegangen, wo wir dann bei der Pflegemutter waren. Ach so. Da war ich 9 oder 10. Und seitdem war er weg. Und, So, jetzt bist du 28. Ja. Gibt es überhaupt keinen Kontakt weder zu dem Bruder noch zu dem Stiefvater? Also das ist ja jetzt ja alles akut richtig passiert, alles Juni.
wo dann alles zusammengebrochen ist. Ach, in diesem Jahr erst? In diesem Jahr ist alles dann richtig zusammengebrochen. Ich habe den Kontakt zu meinem Stiefvater ganz abgebrochen, gänzlich. Mhm. Er ist für mich tot, also er kann gar nicht mehr sterben, weil ich kann es nur so krass sagen, es sind einfach Penner, die Glück haben, in einer Wohnung zu leben. Mhm. Die Wohnung verkommt, die beiden verkommen, sie sind nicht mehr sozialfähig, irgendwie mit Menschen umzugehen. Wer sind die beiden? Die Freundin und mein Vater. Die Freundin, der Vater. Mhm. Wir sind beide alkoholabhängig. Die hast du abgeschrieben, die Menschen, die interessieren dich nicht und die sind ja auch scheißegal. Ich habe eine Wut, das kann ich schon sagen. Ich habe eine verdammt stinkmäßige Wut gegen verständlicherweise. Gegen meinen Vater und gegen die Freundin natürlich auch einerseits, aber auch gegen meinen Bruder. Ja. Hast du denn, nachdem er dir das geschrieben hat, hast du darauf nochmal irgendwie reagiert? Wir hatten noch ein paar Mal ein bisschen SMS ausgetauscht, aber ich habe ihm eigentlich nur gesagt, ich habe die SMS aufbewahrt und ich überlege mir, ob ich das zu einem Anwalt gebe oder nicht. Glaubst du, dass das wirklich so war? Oder hältst du es für möglich, dass er einfach ganz, ganz blöden, furchtbaren, geschmacklosen Scherz gemacht hat? Nein. Um dir weh zu tun. Also das war wirklich so. Erstens der Brief, den er ja geschrieben hat, wo er sich vorgestellt hat, mit uns beiden heutzutage noch etwas zu haben. Mhm. Und andererseits, ich habe minimale Erinnerungen an das. Also ich weiß, da war etwas, nur ich konnte nie sagen, was. Das habe ich auch schon immer meiner Partnerin gesagt. Ich weiß, da ist irgendetwas, aber ich kann nicht sagen, was. Also zumindest weiß ich jetzt, warum ich keine Erinnerungen mehr an meine Kindheit habe. Ja, ja. Wie kam es, dass deine Mutter doch sehr jung gestorben ist? Und sie hat einen Gehirntumor. Das heißt, da die Erinnerungen so weg sind, hast du da auch gar keine so klaren Erinnerungen, wie das für dich war, als die Mutter gestorben ist? Nein. Ist das auch alles weggeblendet? Das ist alles weg. Und nachdem sie ja auch gestorben ist, ich hatte irgendwie gar keine Zeit, irgendwie mal mich um mich zu kümmern, weil ich die ganze Zeit eigentlich nur meinen Stiefvater hochgehalten habe. Ich habe ihn getröstet mit 10 Jahren. Ich habe ihm erzählt, dass es meiner Mutter gut geht. Und ich habe von ihm irgendwie gar keine Unterstützung bekommen, all die Jahre nicht. Hast du denn jetzt überlegt, etwas für dich zu tun und all diese Dinge mit fachkundlicher Betreuung mal zu begucken, aufzuarbeiten? Das Komische ist einfach, ich sollte es machen, ich weiß es, aber für mich ist es im Moment, es ist da, aber irgendwie auch nicht. Also es ist ganz komisch. Ich denke immer, ich fantasiere oder ich spinne, weil ich darüber nichts fühle. Aber ich weiß nicht, ob das einfach nur noch eine zu kurze Zeit ist, um da irgendwas zu merken. Also es kann ja sein, da das jetzt so, es ist ja relativ frisch, dass das ins Bewusstsein gedrungen ist, die ganze Sache. Wenn du sagst, im Sommer war das alles erst, kann ja sein, dass das auch nur eine gewisse Zeit braucht. Ich glaube, perspektivisch wäre das sehr gut für dich, wenn du es machen würdest. Wenn du dich zu einem Psychologen begeben würdest. Ja, ich denke schon, weil es hat ja schon doch einiges trotz allem an meiner Persönlichkeit. Ich glaube schon. Allein, was du gerade erzählt hast über deine bewusste Kindheit und Jugend, ist ja schon sehr schlimm. So, und wenn du dann erwähnst, dass die ganze Zeit unterhalb deines 9. Lebensjahres wie weggeblendet ist, das signalisiert mir schon sehr viel Warnendes, dass man da schon was tun sollte und dass diese Zeit sicher ihre Spuren hinterlassen hat in dir für dein jetziges Leben, wie du jetzt denkst und fühlst, ist, glaube ich, unbestritten. Und das wäre doch wichtig, dieses zu verarbeiten, daran zu kommen. Ja, ich denke schon. Ich sage ja, ich setze mich ja auch damit auseinander, nur wenn man noch nichts fühlt, dann empfindet man das noch nicht als schlimm. Also ich weiß, dass es wenn ich intim werde mit meiner Freundin, ich manchmal einen Wutanfall kriege und ich wusste nie, woher der kommt. Ja, siehst du sowas, genau. Ja. Und ich denke, also das war auf jeden Fall, ist das für mich ein großer Punkt, warum ich mich auf jeden Fall auch in professionelle Hände eigentlich begeben möchte. Ja. Aber alles andere fühle ich im Moment nicht. Ja. Ich merke nur Wut und Hass und wünsche den beiden eigentlich nur, dass die jetzt aneinander stoßen und sich gegenseitig umbringen und das war's. Ja. Darf ich dir ein Gespräch noch mit meiner Psychologin anbieten? Ja, gerne. Okay. Das ist die Anja heute Nacht. Okay. Ich habe eine Frage, darf ich ein Autogramm haben? Ja, dann sag bitte der Anja deine Anschrift und ich schicke dir sehr gerne eins. Danke. Das geht dir so, dass du bitte auflegst und du wirst dann von der Anja zurückgerufen. Okay, dann lege ich. Dann wünsche ich alles Gute dir und deiner Freundin. Dann danke ich. Tschüss. Tschüss. Und der nächste Anrufer ist der Thomas und Thomas ist 24 Jahre alt. Guten Morgen, Thomas. Ja, hallo Domian. Hallo Thomas. Welche Menschen wünschst du denn sehr Schlechtes? Bei mir ist es so, ich wünsche meinem Nachbarn das Schlechteste, was es gibt. Deinem Nachbarn? Ja.
Was ist da los? Warum? Der hatte damals im Suff vor 2 Jahren meine Schwester totgefahren. Deine Schwester totgefahren im Suff? Ja. Wie ist das genau passiert? Erzähl mal. Also sie wollte damals in die Disco fahren. Das war am Wochenende, also samstags. Und man muss sagen, wir wohnen hier auf dem Dorf. Und da hast du praktisch 2 Kilometer bis zur Bundesstraße, die sie fahren musste, um dann halt abzubiegen in die Stadt, wo es halt hingeht. Und der kam aus einem Nachbardorf an, wo er halt gesoffen hatte. Und die haben sich praktisch auf dieser kleinen Dorfstrecke, also zwischen dem Dorf und zwischen der Bundesstraße getroffen, in der Kurve. Und es war Herbst gewesen damals. Und da lag halt viel Laub und es war nass. Und für sie war es damals eine Linkskurve gewesen, für ihn eine Rechtskurve logischerweise. Und er war zu schnell gewesen und ist ja dann praktisch auf die Hinterachse draufgeknallt, wobei es ihr Auto ausgehebelt hat gegen den Baum. Und sie hatte sich damals das Knie gebrochen und war tot. Wie alt war deine Schwester? Zwei Jahre jünger wie ich. Sie war damals 20. 20. Warst du bei euch zu Hause, als das passiert ist? Bitte? Warst du bei euch zu Hause, als das passiert ist? Also warst du zu Hause? Oh ja. Ja, wir waren zu Hause gewesen, alle zusammen. Das heißt, ihr seid dann auch relativ... Wir waren zu Hause, wir wollten Fernsehen schauen, meine Eltern waren auch zu Hause, haben Fernsehen geschaut. Und dann später wollte ich anrufen, bei ihr, das Handy war aus gewesen und dann ungefähr eine Stunde später, nachdem ich sie angerufen hatte, kam dann der Anruf praktisch von der Polizei, die uns das dann halt nahegebracht haben, dass dann seid ihr, hier der Unfall passiert ist. Ja, da war sie nicht mehr am Unfallort, sondern schon wegtransportiert worden. Ja. Und es waren ungefähr 1,5 Kilometer von uns hier. Ja. Zu was ist der Nachbar verurteilt worden? Der bekam damals 2 Jahre Führerscheinentzug und 4 Jahre auf Bewährung. Siehst also du diesen Mann? Mittlerweile hat er seinen Führerschein wieder, aber halt hat noch 2 Jahre auf Bewährung jetzt auch. Ja. Siehst du diesen Mann oft? Ja, das ist mein Nachbar halt, wie gesagt, man sieht ihn schon. Das letzte Mal habe ich ihn gesehen, das war vor einer Woche ungefähr beim Rasenmähen und Laub wegrechen, weil, wie gesagt, das Dorf. Wie ist denn das dann, wenn du ihn siehst? Ja, wie ist es? Also da kommt nur Hass hoch. Hast du irgendwann, oder hat er irgendwann mit euch mal, mit der Familie, das Gespräch gesucht? Nee. Gar nicht? Überhaupt nicht. Das war halt auch vorher schon so, vielleicht auch deshalb, wir konnten eigentlich, also die beiden Familien, die beiden Häuser, wir konnten uns eigentlich noch nie leiden eigentlich. Wie viel Meter liegen denn zwischen den Häusern? Bitte? Wie viel Meter liegen denn zwischen den Häusern? Zwischen den Häusern liegen vielleicht, was weiß ich, 30 Meter und zwischen den Grundstücken liegen vielleicht 2 Meter. Aber das ist ja wirklich auch die Hölle, dass man dann, das ist ja schon schlimm genug, wenn so etwas passiert ist. Und dass man dann quasi ständig auch den Täter, der das verursacht hat, vor Augen hat. Jeden Tag kann das ja passieren. Wir haben uns das letzte Mal gesehen, beim Rasenmähen zum Beispiel. Und wenn du so rüber schaust und siehst diesen Typen, der was seine Schwester tot gefahren hat und der fährt auf seinem Rasentraktor hübsch rum. Und da könntest du ausrasten im Grunde, aber man kann es halt nicht, weil es halt Gesetze gibt. Glaubst du, warst du bei der Gerichtsverhandlung dabei? Ich war nicht dabei, meine Eltern waren dabei und mein älterer Bruder. Hat der Fahrer, also der Täter, denn ein Bedauern zum Ausdruck gebracht? Nee. Gar nichts. Es war halt, ich habe es ja auch vorhin schon mal bei einer anderen gehört, wegen der Verhandlung. Er hat halt auch, wie bei der Vor- oder Vorsprecherin, nur auf seinen Tisch gestarrt und keinerlei irgendwie Bedauern, also was Bedauernswertes ausgedrückt. Ich finde das immer unglaublich. Ja, ich finde es auch immer wirklich unfassbar und unglaublich, wie diese Menschen mit ihrer Gewissenslast auch fertig werden. Ja, ich kapiere es auch nicht. Es ist unfassbar, es ist wirklich unfassbar. Lieber Thomas, die Sendung ist jetzt rum. Ich muss mich leider von dir verabschieden. Ich wünsche dir und deiner Familie aber auch wirklich von Herzen alles Gute und viel Kraft. Ja. Auf Wiedersehen, Thomas. Tschüss. Ja, tschüss. So, meine Lieben, das war's für heute. In der Technik war Volker Tarke. Wir sind morgen nicht da. Morgen ist Feiertag. Wir sehen und hören uns wieder in der Nacht von Donnerstag auf Freitag mit einer freien Themennacht. Ich wünsche euch jetzt einen schönen Feiertag.